Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch, vorgelesen von mir. Ja, diesmal mit einem besonderen Gruß an einen Abonnenten, der das Ganze hier fürs Abitur braucht. Extra für dich unterbreche ich gerade meine eigenen Abi-Vorbereitungen. Eigentlich müsste ich jetzt Mathe lernen. Aber ich lese deswegen jetzt weiter vor. Ich nehme ja mal an mündliches, weil schriftlich ist es ja schon gelaufen, zumindest hier in NRW. Ja, auf jeden Fall viel Erfolg, auch allen anderen, die gerade Abitur machen, auch an mich selbst natürlich. So, und jetzt geht's auch schon los. Wir sind bei Szene 4 auf dem Dachboden. Eisenring ist allein und arbeitet, indem er Schnur von einem Haspel wickelt und pfeift dazu. Lily Marlin. Er unterbricht sein Pfeifen, um den Zeigefinger zu nässen, und hält den Zeigefinger durch die Lukarne, was auch immer, hinaus, um den Wind zu prüfen. Stube. Eintritt Biedermann, gefolgt von Babette. Er zieht seinen Mantel aus und wirft die Mappe hin, die Zigarre im Mund. Tu, was ich dir sage. Eine Gans? Eine Gans. Er zieht die Krawatte aus, die Zigarre im Mund. Warum ziehst du die Krawatte aus, Gottlieb? Er übergibt ihr die Krawatte. Wenn ich sie anzeige, die beiden Gesellen, dann weiß ich, dass ich sie zu meinen Feinden mache. Was hast du davon? Ein Streichholz genügt und unser Haus steht in Flammen. Was hast du davon? Wenn ich hinaufgehe und sie einlade, sofern sie meine Einladung annehmen, dann? Na, dann sind wir eben Freunde. Er zieht seine Jacke aus, übergibt sie seiner Frau und geht. Babette. Oh, nee, warte mal, das war die Szenenanweisung. Damit Sie es wissen, Anna, Sie haben dann heute Abend keinen Ausgang. Wir haben Gesellschaft. Sie decken den Tisch für 4 Personen. Dachboden. Eisenring singt Lily Marlin, dann klopft es an der Tür. Herein! Er pfeift weiter, aber niemand tritt ein. Herein! Eintritt Biedermann, hemdärmelig, die Zigarre in der Hand. Morgen, Biedermann! Sie erstatten! Wie haben Sie geschlafen? Danke, miserabel! Ich auch. Wir haben Föhn. Er arbeitet weiter mit der Schnur und Haspel. Ich möchte Sie nicht stören. Aber bitte, Herr Biedermann, Sie sind hier zu Haus. Ich möchte mich nicht aufdrängen. Gurr, gurr. Man hört ein Gurren der Tauben. Wo ist denn unser Freund? Der Sepp? An der Arbeit, der faule Hund. Wollte nicht gehen ohne Frühstück. Ich habe ihn geschickt, um Holzwolle aufzutreiben. Holzwolle! Holzwolle trägt die Funken am weitesten. Biedermann lacht höflich wie über einen schwachen Witz. Haha, was habe ich sagen wollen, Herr Eisenring? Sie wollen uns wieder hinausschmeißen? Mitten in der Nacht, meine Schlafpillen sind alle, es ist mir eingefallen. Sie haben ja hier oben, meine Herren, gar keine Toilette. Wir haben die Dachrinne. Wie Sie wollen, meine Herren, wie Sie wollen. Es ging mir nur so durch den Kopf die ganze Nacht. Vielleicht möchten Sie sich waschen oder duschen. Benutzen Sie getrost mein Badezimmer. Ich habe Anna gesagt, sie soll Handtücher hinlegen. Eisenring schüttelt den Kopf. Warum schütteln Sie den Kopf? Wo hat er sie jetzt wieder hingelegt? Was? Haben Sie irgendwo eine Zündkapsel gesehen? Er sucht da und dort. Machen Sie sich keine Sorge, Herr Biedermann. Wegen Badezimmer. Im Ernst, im Gefängnis, wissen Sie, gab es auch kein Badezimmer. Gefängnis! Hat Ihnen der Sepp nicht erzählt, dass ich aus dem Gefängnis komme? Nein. Kein Wort? Nein. Der erzählt alleweil nur von sich selbst. Gibt solche Leute. Schließlich, was sie können, wir da. Schließlich, was können wir dafür, dass er so eine tragische Jugend gehabt hat? Haben Sie, Herr Biedermann, eine tragische Jugend gehabt? Ich nicht. Ich hätte studieren können. Papa wollte, dass ich Jurist werde. Er steht an der Lukarne und unterhält sich mit den Tauben. Gurr, gurr, gurr. Biedermann zündet wieder seine Zigarre an. Herr Eisenring, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Offen gesprochen, es ist wirklich Benzin in diesen Fässern. Sie trauen uns nicht? Ich frag ja nur. Wofür halten Sie uns, Herr Biedermann? Offen gesprochen. Wofür eigentlich? Sie müssen nicht denken, mein Freund, dass ich keinen Humor habe. Aber Ihre Art zu scherzen, ich muss schon sagen. Wir lernen das. Was? Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste Sentimentalität.
was unser Sepp so erzählt. Kindheit bei Köhlern im Wald, Waisenhaus, Zirkus und so. Aber die beste und sicherste Tarnung, finde ich, ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise. Die glaubt niemand. Stube. Anna führt die schwarze Witwe Knechtling herein. Anna führt die schwarze Witwe Knechtling herein. Nehmen Sie Platz! Die Witwe setzt sich. Aber wenn Sie die Frau Knechtling sind, dann hat's keinen Zweck. Herr Biedermann möchte nichts mit Ihnen zu tun haben, hat er gesagt. Die Witwe erhebt sich. Nehmen Sie Platz! Die Witwe setzt sich. Aber machen Sie sich keine Hoffnungen. Anna geht hinaus. Dachboden. Eisenring steht und hantiert, Biedermann steht und raucht. Wo unser Sepp nur so lange bleibt. Holzwolle ist doch gar keine Sache. Hoffentlich haben sie ihn nicht geschnappt. Geschnappt? Warum belustigt sie das? Wenn sie so reden, wissen sie, Herr Eisenring, sie kommen für mich wie aus einer anderen Welt. Geschnappt. Ich finde das ja faszinierend. Wie aus einer anderen Welt. In unseren Kreisen, wissen sie, wird selten jemand geschnappt. Weil man in ihren Kreisen keine Holzwolle stiehlt, das ist klar, Herr Biedermann. Das ist der Klassenunterschied. Unsinn! Sie wollen doch nicht sagen, Herr Biedermann. Ich glaube nicht an Klassenunterschiede. Das müssen Sie doch gespürt haben. Eisenring, ich bin nicht altmodisch. Im Gegenteil. Ich bedauere es aufrichtig, dass man gerade in den unteren Klassen immer noch von Klassenunterschied schwatzt. Sind wir denn heutzutage nicht alle, ob arm oder reich, Geschöpfe eines gleichen Schöpfers? Auch der Mittelstand. Sind wir, Sie und ich, nicht Menschen aus Fleisch und Blut? Ich weiß nicht, mein Herr. Ob Sie auch Zigarren rauchen? Er bietet an, aber Eisenring schüttelt den Kopf. Ich rede nicht für Gleichmacherei, versteht sich. Es wird immer Tüchtige und Untüchtige geben, Gott sei Dank. Aber warum reichen wir uns nicht einfach die Hand? Ein bisschen guten Willen, Herrgott nochmal, ein bisschen Idealismus, ein bisschen. Und wir hätten uns alle unsere Ruhe, und wir hätten alle unsere Ruhe und unseren Frieden. Die Armen und Reichen, meinen Sie nicht? Wenn ich offen sein darf, Herr Biedermann. Ich bitte drum. Nehmen Sie es nicht krumm. Je offener, umso besser. Ich meine, offen gesprochen, Sie sollten hier nicht rauchen. Biedermann erschrickt und löscht die Zigarre. Ich habe Ihnen hier keine Vorschriften zu machen, Herr Biedermann. Schließlich und endlich ist es Ihr eigenes Haus. Aber Sie verstehen. Selbstverständlich! Eisenring bückt sich. Da liegt sie ja. Er nimmt etwas vom Boden und bläst es sauber, bevor er es an einer Schnur befestigt, neuerdings pfeifend, Lilly Marlin. Sagen Sie, Herr Eisenring, was machen Sie eigentlich die ganze Zeit, wenn ich fragen darf? Was ist das eigentlich? Die Zündkapsel. Hm? Und das ist die Zündschnur. Hä? Hier stehen immer so Strich, Fragezeichen. Naja. Es soll jetzt noch bessere geben, sagt der Sepp, neuerdings. Aber die haben sie noch nicht in den Zeughäusern. Und kaufen kommt ja für uns nicht in Frage. Alles, was mit Krieg zu tun hat, ist furchtbar teuer. Immer nur erste Qualität. Zündschnur, sagen sie. Knallzündschnur. Er gibt Biedermann das Ende der Schnur. Wenn Sie so freundlich sein möchten, Herr Biedermann, dieses Ende zu halten, damit ich's messen kann. Biedermann hält die Schnur. Spaß beiseite, mein Freund. Nur einen Augenblick. Er pfeift Lilly Marlin und misst die Zündschnur. Danke sehr, Herr Biedermann, danke sehr. Biedermann muss plötzlich lachen. Nein, Willi, Sie können mich nicht ins Boxhorn jagen, mich nicht. Aber ich muss schon sagen, Sie verlassen sich sehr auf den Humor der Leute. Sehr. Wenn Sie so reden, kann ich mir vorstellen, dass man Sie ab und zu verhaftet. Nicht alle, mein Freund, nicht alle haben so viel Humor wie ich. Man muss die richtigen finden. An meinem Stammtisch zum Beispiel. Die sehen schon Sodom und Gomorra, wenn man nur sagt, man glaube an das Gute im Menschen. Ha. Und dabei habe ich von unserer Feuerwehr eine Summe gestiftet, die ich gar nicht nennen will. Ha. Er legt die Zündschnur aus. Die Leute, die keinen Humor haben, sind genauso verloren, wenn's losgeht. Seien Sie getrost. Biedermann muss sich auf ein Fass setzen. Schweiß. Was ist denn, Herr Biedermann? Sie sind ja ganz bleich. Er klopft ihm auf die Schulter. Das ist dieser Geruch, ich weiß. Wenn's einer nicht gewohnt ist, dieser Benzingeruch. Ich werde noch ein Fensterchen öffnen. Nee, kein Update. Eisenring öffnet die Tür. Danke. Anna ruft im Treppenhaus. Herr Biedermann, Herr Biedermann! Schon wieder die Polizei. Herr Biedermann! Wenn das kein Polizeistaat ist. Herr Biedermann! Aua. Ich komme!
Es wird nur noch geflüstert. Herr Eisenring, mögen Sie ganz? Ganz? Ganz, ja, ganz. Mögen? Ich? Wieso? Gefüllt mit Kastanien. Und Rotkraut dazu? Ja, was ich nämlich habe sagen wollen. Meine Frau und ich. Aber vor allem ich. Ich dachte nur, wenn es Ihnen Freude macht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber wenn es Ihnen Freude macht, Herr Eisenring, zu einem netten Abendessen zu kommen. Sie und der Sepp. Heute? Oder lieber morgen? Morgen, glaube ich, sind wir nicht mehr da. Aber mit Vergnügen, Herr Biedermann, mit Vergnügen. Sagen wir 7 Uhr. Anna ruft im Treppenhaus. Herr Biedermann! Er gibt die Hand. Abgemacht! Abgemacht! Biedermann geht und bleibt in der Türe nochmals stehen, freundlich nickend, während er einen stieren Blick auf Fässer und Zündschnur wirft. Abgemacht! Biedermann geht und Eisenring arbeitet weiter, indem er pfeift. Vortritt der Chor, als wäre die Szene zu Ende, aber im Augenblick, wo der Chor sich an der Rampe versammelt hat, gibt es Lärm auf dem Dachboden. Irgendetwas ist umgefallen. Dachboden. Du kannst rauskommen, Doktor. Ein Dritter kriecht zwischen den Fässern hervor, Brillenträger. Du hast's gehört. Wir müssen zu einem Nachtessen, der Sepp und ich. Du machst die Wache hier. Dass keiner hereinkommt und raucht. Verstanden? Bevor es Zeit ist. Der Dritte putzt seine Brille. Ich frage mich manchmal, Doktor, was du eigentlich machst bei uns, wenn du keine Freude hast an Feuersbrünsten, an Funken und prasselnden Flammen, an Sirenen, die immer zu spät sind, an Hundsgebell und Rauch und Menschengeschrei und Asche. Der Dritte setzt seine Brille auf, stumm und ernst. Eisenring lacht. Weltverbesserer. Ha! Er pfeift eine kurze Weile vor sich hin, ohne den Doktor anzusehen. Ich mag euch Akademiker nicht. Aber das weißt du, Doktor. Das sagte ich dir sofort. Es ist keine rechte Freude dabei. Euresgleichen sind immer so ideologisch, immer so ernst, bis es reicht zum Verrat. Es ist keine rechte Freude dabei. Er hantiert und pfeift weiter. Der Chor. Wir sind bereit. Sorgsam gerollt sind die Schläuche, die roten. Alles laut Vorschrift. Blank ist und sorgsam geschmiert und aus Messing jeglicher Haspel. Jedermann weiß, was zu tun ist. Leider herrscht Föhn. Jedermann weiß, was zu tun ist. Blank auch und sorgsam geprüft. Dass es an Druck uns nicht fehle, ist unsere Pumpe gleichfalls aus Messing. Und die Hydranten? Jedermann weiß, was zu tun ist. Wir sind bereit. Es kommen Babette, eine Gans in der Hand, und der Doktor, Philosoph. Und der Doktor, Philosoph. Ja, Herr Doktor, ja, ja, ich weiß. Aber mein Mann, ja, es ist dringend, Herr Doktor. Es ist dringend. Ja, ich werde es ihm sagen. Sie lässt den Doktor stehen und tritt an die Rampe. Mein Mann hat eine Gans bestellt, bitte. Ja, da ist sie. Und ich soll sie braten, damit wir Freunde werden mit denen da oben. Man hört Kirchenglockengeläute. Es ist Samstagabend, wie Sie hören, und ich werde eine dumme Ahnung nicht los, dass Sie vielleicht zum letzten Mal läuten, die Glocken unserer Stadt. Biedermann ruft nach Babette. Ich weiß nicht, meine Damen, ob Gottlieb immer recht hat. Das ist es nämlich schon einmal so einfach gesagt. Natürlich sind's Halunken. Aber wenn ich sie zu meinen Feinden mache, Babette, dann ist unser Haarwasser hin. Und kaum war er in der Partei. Biedermann ruft nach Babette. Immer das Gleiche. Ich kenne meinen Gottlieb. Immer wieder ist er zu gutmütig, einfach zu gutmütig. Babette geht mit der Gans. Der Chor. Einer mit Brille. Sohn wohl aus besserem Haus. Neidlos, aber belesen, so scheint mir, und bleich. Nimmermehr hoffend, es komme das Gute aus Gutmütigkeit. Sondern entschlossen zu jedweder Tat. Nämlich ist heilig dem Mittel, so hofft er, der Zweck. Ach, hoffend auch er, bieder, unbieder, putzend die Brille, um Weitsicht zu haben. Sieht er in Fässern voll Brennstoff, nicht Brennstoff. Er nämlich sieht die Idee, bis es brennt. Dr. Phil, Osof, guten Abend. An die Schläuche, an die Pumpe, an die Leiter. Die Feuerwehrmänner rennen an ihre Plätze. Guten Abend. Zum Publikum, nachdem man die Bereitrufe von überall gehört hat. Wir sind bereit. Ja, mal wieder One-Take aufgenommen. Ich hoffe, es stört jetzt nicht zu sehr mit den ganzen Versprechern, aber ich habe einfach keine Zeit, das rauszuschneiden. Es war jetzt nur, damit der Kollege hier weiter lernen kann für sein Abitur. Und genau das werde ich jetzt wahrscheinlich auch tun. Also, dann hören wir uns in der nächsten Folge, beziehungsweise ihr hört mich und ich lese euch in den Kommentaren.
Ja, und dann versuche ich die nächste Folge auch noch so schnell wie möglich fertig zu machen. Ich glaube, dann ist das Buch nämlich auch durch. Ja, dann danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski!